Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir fahren heute wieder in Betrieb in OMSI 2 und fahren heute mal was ganz anderes. Nicht X10, sondern heute wollen wir mal Krefrad fahren. Ja, es sind auch einige Leute anwesend heute. Okay, jetzt sind wir noch Nick da. Eben war noch der Lutz da, also auch nicht schlimm. Aber es sind einige am Fahren gewesen heute schon, das sieht man ja schon im Chat, was ich ganz nice finde. Wir fahren heute mal die Karte Krefrad. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir mal. Oh Gott, ich will jetzt. Muss ich schon auf. Muss schon anfangen zu gehen, ey. Furchtbar, sorry. In der nächsten Folge werden wir mal wahrscheinlich Hamburghafen City fahren. Wir werden heute auf jeden Fall mal die Linie von Wolfsee nach Westhafen fahren. Ich mache mal kurz. Ich hoffe, man hört die Nebengeräusche nicht. Weil draußen sind Bauarbeiten. Das passt mir gerade überhaupt nicht, dass da Leute sind mit Augen. Wie was rum, wo, rumwerkeln sind, das geht mir auf den Senkel. Vorhin war es noch lauter. Und da war es eben ruhig gewesen, jetzt fangen sie an zu quatschen, Alter. Na egal. Deren Pech. So. Seit dem Video ist mir egal. So, wir fahren heute mal. Ist der Bus in der Werkstatt? Ist der Bus in der Werkstatt? Muss gleich mal nachschauen. Ich hätte sonst gesagt, wir fahren heute mal mit dem Solaris. Aber wenn er in der Werkstatt ist, dann. Ja. Wer hat dir denn heute wieder zu Schrott gefahren? Mal gucken. So. Ja, das ist hier noch ein Fehler vom BBS. Hier steht irgendwie ein C2 rum. Was hätte eigentlich gar nicht rumstehen dürfen? Schäden, leicht beschädigt. Aha, der Jan hat einen Blinker rechts zerschrottet. Den wollen wir gleich noch reparieren. Ich hoffe, der wurde auch überprüft. Schäden überprüft. Das ist ganz toll da. Das ist immer ganz wichtig. Man muss den kompletten Bus überprüfen, um sicher zu gehen, ob wirklich nur der Blinker am Arsch ist. Weil manchmal ist auch ein bisschen mehr kaputt und dann hast du die Arschkarte. So, machen wir mal schnell. Ja, heute neue OMSI 2 Folge. Wer hätte es gedacht, ne? So, momentan jetzt wieder OMSI läuft. Hätte ich persönlich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es wieder so laufen wird. Die Elektrik brauchen wir eigentlich nicht überprüfen, weil das merkst du eigentlich. Oder den Motor brauchst du auch nicht überprüfen. Das merkst du eigentlich, wenn die Karre nicht mal anspringt. Ja. So, was ist mit dem? Letzter Fahrer, Schäden. Keine gemeldeten Schäden. Ach ja, das war das Fahrzeug, was gestern überprüft worden ist. Das kann ja wieder zurück in der Werkstatt, in Depot. Dann brauchen wir wenigstens nicht mehr zurücklaufen. Das ist praktisch. Ja, dann müssen wir halt einen anderen Bus nehmen. Ist der Solaris gerade nicht verfügbar? Schade eigentlich. Aber gut. Wir könnten den Stadtbus nehmen. Von der Stadtbusfamilie nehmen wir auch. Letzter Fahrer oder Lutz. Ich hoffe, wir nehmen jetzt das Fahrzeug jetzt nicht weg. Den hat man gerade gehört. Zur Stadt ist Wolfsee genau. Jetzt überprüft, dass alles in Ordnung ist und dann können wir quasi loslegen, ne? Ach ja. Ich lasse heute noch mal die Musik aus, weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher mit meinem Mikrofon. Ich würde eigentlich mein Mikrofon umstellen.
Mann, es ist heute ein verrücktes Wetter. Das Wetter macht einen müde. Ich wollte eigentlich mein Mikrofon umstellen, aber hat halt gemerkt, dass hinten am Schrank noch die alte Wand, also eine Wand ist. Ne? Die werde ich wahrscheinlich rausreißen. Ein Stück. Muss ja nicht die komplette Wand sein. Aber ein Stück werde ich dann rausreißen. Dann könnte ich quasi mein Mikrofon hinten dran machen. Und dann würde es noch besser sein, viel besser sein. Und wahrscheinlich ist auch die Mikrofonqualität besser, weil so hört sich das manchmal scheiße an. Wenn ich direkt so rede, hört sich das ein bisschen besser an. Irgendwie, weil ich dann direkt ins Mikro rede und nicht gegen meinen Bildschirm. Weil ich rede ja immer gegen meinen Bildschirm, mein Mikrofon ist quasi rechts. Ja, und dann hört sich manchmal komisch an und wenn ich so rede, hört sich das manchmal besser an. Aber naja. So, wenn es mal Optionen gehen, erstmal Geräusche. Muss man Bus leiser machen, also Omsi leiser machen allgemein. Ich setze aber Headset nochmal ab. Oh Gott. Also wie gesagt, das Wetter ist echt grauenvoll. Das macht einen richtig müde, das ist da furchtbar. Okay. Wenigstens haben sie draußen aufgehört zu labern. Das ist wenigstens schon mal ein guter Fortschritt. Ja, Fenster ist halt noch nicht da und wenn halt das Fenster nicht da ist, dann ist es halt ein bisschen blöd. So, dann grüße ich auch nochmal ganz herzlich den Florian Kahle. Ich habe ihn ja angeschrieben. Wegen Fahrgaststimmen und so. Und er hat geschrieben, ich block kein Kevin Nitran. Ja. Hab ich ihn geschrieben. Was habe ich denn überhaupt zurückgeschrieben? Ich glaube, ich habe geschrieben. Dafür hast du aber Qualität. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall macht's nicht. Finde ich schade. Hätte klappen können. Ja. Aber der musste auch denken, Alter. Ich hab doch gekifft, ey. Das ist eine Frage zu stellen, ne? Ach ja. So, und jetzt lag mal bitte. Jetzt fangen sie wieder an draußen zu labern, ey. Ist eine richtige Labertasche da draußen. Vorhin war es so schön ruhig, wo sie gearbeitet haben und jetzt sind sie am Labern. Aber gut, kann man machen. Ich hoffe, das hört man nicht so laut. Alter, hör auf zu gehen. Das ist furchtbar. Das kann ansteckend sein. So, dann wollen wir mal Lenkrad aktivieren. So, dann Quatsch, verplanen Stadtzentrum. Umlaufwagen 11. Die Linie sind wir noch gar nicht gefahren. Auch bei der Leitstellenfahrt nicht. Wo ich ja immer kaum Pausen hatte. Was machst du für Geräusche? Ich trete doch gar nicht. Jetzt trete ich. Bisschen zittrig hier, oder? Ganz ruhig. Mein Gott. So. Wollen wir mal erstmal die Heizung anschmeißen. Ziemlich kalt in Deutschland. Hä? 14 Grad? Willst du mich verarschen? Wo sind 14 Grad? In welcher Stadt sind gerade 14 Grad? Bei uns sind 7 Grad. Ja. Ich hasse diese Spiegel, ey. Ich hasse sowas. Spiegelinnenraum können wir anmachen. MAN-Emblem. Ich hasse immer, wenn die Spiegel da an der Seite sind. Also an der Seite sind. Nee, das. Ist das eine Außenschwenktür oder Innenschwenktür? Das sieht mir nach Außenschwenktür aus. Tür vorne, Typ B. Jetzt fangen sie auch noch mit der Schippe rum zu schippen, ey. Das ist heute nicht euer Ernst, ne? So.
Aber gut, ich hoffe, das hat man nicht so doll in der Aufnahme. 55 Route 2 zum Westhafen. Genau, Westhafen. Wir sind ja on Tour heute wieder. Noch Innenbeleuchtung an. Wir könnten ja auch eigentlich die Innenanzeige ändern zur DVB. Ah ne, Quatsch, das war ja schon die DVB. Machen wir Standard. BVB brauchen wir nicht. Auch ein tolles Repaint. Was ist das überhaupt für ein Repaint? Kenne ich gar nicht. Ein Berliner Repaint oder was? Das hat Berliner Kennzeichen. Ja, Berlin sieht so aus. Warum haben wir ein Berliner Repaint? Weiß gar nicht, ob es Berlin ist. Egal. Egal. So. Haben wir alles aufgerüstet, dann könnten wir eigentlich schon los. Heizung ist eigentlich alles an. Machen wir hier noch an. So. Wir rollen einfach. Ah, es sieht schön aus hier. Das muss man wirklich sagen. Es sieht schön aus. So, schließen wir noch einen Chat. Chat ist überbewertet bei der Fahrt. Hallo, ein Fahrschein Hallo. bitte. Hallo. Hallo. Ein Fahrschein. Dankeschön. Bitteschön. Hallo. Hallo. Hi, Strecke für Schüler. Du willst eine normale Kurzstrecke, nicht für Schüler, du Idiot. Danke. Fängt ja schon mal gut an. Der will mich immer verarschen. Der will billige Fahrkarten haben. Kriegt er nicht. Kann er schön vergessen. Nicht mit mir. Fahren wir mal los. Machen wir noch automatische Ansagen. Der hier rum. Das traue ich mir nicht. Guten Tag. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Ja, sicher. Funktioniert noch alles. So, ich hoffe, dass der Sound in Ordnung ist. Müsste eigentlich. Weil der Stadtbus ist nämlich ein bisschen lauter als der C2 von gestern. Ja. Also richtig Bock hast du auch nicht, kann das Sinn? Aus an. Einen normalen Fahrschein bitte. Bitteschön. Einmal normal. Einmal normal, ja, das ist ein Fake. Eine Fahrkarte bitte. Ja, klar. Bitteschön.
Versuch mal. Vielleicht geht das auch so. Schönes Thumbnail zu machen. Weil ich vergesse das manchmal. Dann muss ich extra noch nachts Omsi starten, um ein Thumbnail zu machen. Das ist mir schon zweimal passiert. Das ist ein bisschen nervig. Ah, jetzt. Er hat keinen Bock. Wenn nicht will, dann hat er Pech. Warum löst du die Haltestellenbremse? Das ist momentan komisch. Ich verstehe es nicht. Er löst immer wieder die Haltestellenbremse. Ich gebe doch kein Gas. Keine Ahnung warum. Ist mir auch schon bei beim DD aufgefallen, dass er manchmal gerne einfach mal die Haltestellenbremse automatisch lösen tut, obwohl ich nichts mache. Im Soundmod liegt es auch nicht, weil das war schon vor dem Soundmod gewesen beim DD. Verstehe ich nicht. Ich muss da vielleicht mal die Warte nachgucken. Von meinem Pedal. Um sie da auch, keine Ahnung, mal gucken. Weil es zum Beispiel echt nervig. Machst du Haltestellenbremse rein. Wenn du mal ein paar Minuten nicht guckst, dann rollt auf einmal dein Bus weiter und du hast einen Unfall. Das wäre dann kacke. So, Kiesweg. Eigentlich sind die Werte ganz normal. Also er macht jetzt keinen automatischen Gasdruck. Aber ich habe keine Ahnung warum. Er trotzdem die Haltestellenbremse automatisch lösen will. Na gut, egal. Ich meine, solange mein Pedal nicht rumspinnt, automatisch ein bisschen Gas gibt, ist es ja noch gut. Hier halten wir nicht, okay. Ah, ich muss wirklich sagen, Krefrat sieht richtig nice aus. Nächste Haltestelle, Wedau Bahnhof. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie die ersten zwei Versionen waren, aber V3 finde ich richtig nice. Ich bin sonst noch nie Krefrat gefahren. Okay, da hat man Haltestelle vergessen. Okay. Hätte ich doch halten müssen. Na gut. Egal.
Tag. Guten Tag. Ne, die Werte sind so. Okay. Komisch. Ah, FNAF. Okay. FNAFI 490 Schlüssel. Das ist auch ein toller Name. Nächste Haltestelle. Regatta Bar. Regatta Bar. Mhm. Interessanter Name. Sag mal. Okay. Ich habe keine Ahnung, was damit los ist. Raus. Ich glaube, ich müsste mal meine Pedale nochmal neu kalibrieren. Vielleicht liegt es auch daran. Muss ich nachher mal bei Logitech nachgucken. Ich glaube, das wäre sogar eine beste Idee, die ich machen könnte. Ja, wie findet ihr denn eigentlich Krefrath so? Schreibt es mir in den Kommentaren, würde mich sehr freuen. Also ich persönlich finde Krefrath wirklich schön, performancefreundlich und macht Spaß, ne? Hätte ich nicht gedacht. Also sieht wirklich richtig nice aus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auf der Karte keine Blitzer gibt. Ich bin einfach zu blind. Zu blind dafür. Das beobachte ich mal das Ganze. Sich da beim Gaswert ändert. Nö. Ist alles in Ordnung. Komisch. Muss man nicht verstehen, oder? Hallo. Hallo. Einzelfahrtschüler. Normale Fahrkarte, bitte. Danke. Bitte. Eine Einzelfahrt, bitte. Einzelfahrt, natürlich. Danke sehr. Bitte sehr.
Ach, schade, dass wir das Problem noch nicht behoben haben von Harlequin. Dass wenn die Fahrgäste sagen, sie möchten eine ermäßigte Fahrkarte haben, aber dabei wollen sie wirklich keine normale haben. Das verstehe ich manchmal nicht, warum man das nicht behoben hat. Aber egal. Ah, was ist denn heute los? Ich freue mich schon, wenn Kurt Sauer kommt. Der gute alte Kurt Sauer. Der wird besser als Manfred, ey. Der wird Stimmung bringen, der alte Sack, der. Freue ich mich schon drauf. Alter Bahnhof. Servus. Okay, die Performance doch ein bisschen im Keller. Was? Moment mal. Da fährt die Linie 55. Hä? Warum fährst du die Linie 55 ebenfalls? Bist du bescheuert oder was? Bist du denn für ein Arschloch? Alter, du bist doch ein Ohrenochse, ey. Nimmst du doch die ganzen Fahrgäste weg, du Penner. Gibt's doch nicht. Ach, schon mal passiert. Leitstellenfahrt. Fuhr auch einfach mal dieselbe Linie vor mir. Ich denke mal, das ist ein Fehler auf der Karte. Müssen wir einfach mal überholen. Jetzt klaut er mir die ganzen Fahrgäste. Ich brauche die Fahrgäste. Der kann mir nicht die Fahrgäste klauen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Fahr doch mal schneller, Mädel. Ich lass mich doch nicht verarschen. Okay, ich muss das Force-Feedback-Skript nochmal umändern. Das ist mir nämlich ein bisschen zu leicht, das Force-Feedback. Da merkst du kaum was. Ist auch ein bisschen blöd. So, jetzt haben wir den abgezogen. Jetzt kann er uns nichts mehr. Einen Einzelfahrschein. Einzelfahrschein, natürlich. Ich glaube, das war zu viel. Nein, war es nicht. Akzeptieren wir doch mal die 1 Euro da. Nicht immer meckern, sondern froh sein. Schlimm, die Leute von heute. Beschweren sich, sie kriegen zu wenig Geld. Und wenn sie mal 1 Euro zu viel kriegen, dann beschweren sie sich auch. Menschen sind einfach nicht mehr zufrieden. Nächste Haltestelle, Wertherweg. Ja, Mädel, jetzt hast du dich weggespawnt. Du kannst warten, wer sich hier. Ja. Warum auch, ne? Warum macht man das?
Nein, man läuft einfach in den Bus rein. Das ist natürlich realistisch, ne? Wenn ich jetzt über den Zebrastreifen gehe und da steht auf einmal ein Bus, laufe ich auch direkt in den Bus rein, weil das total realistisch ist, ne? Weil das total Spaß macht, in den Bus reinzulaufen. Das ist, ja. Ich will den Bus loswerden. Performance kommt zurück. Weiß nicht, warum die Performance gerade ein bisschen schwächelt. Moin. 13 FPS, hallo. Das ist doch schon. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Etwas wenig an Performance hier. Vielleicht ist es nur der eine Bereich hier, wenn man. Ich weiß es nicht. Weil hier passen in den Solo 86 Leute rein. Willst du mich verarschen? Das ist ganz schön heftig. So viel passt nicht mal an diesen Solarschuss. Okay, deswegen. Ja, hier ist die Performance sowieso ein bisschen schlecht. Und jetzt spawnen sie sich alle, jetzt ploppen sie sich alle auf, weil der Bus kommt. Finde ich auch immer toll, du kommst an und auf einmal ploppen sie sich alle auf. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, ich mache mal die Heizung hier runter. So. Der Kollege schon hinter mir oder was? Ist aber heizt der oder was? Der fährt hier echt nicht los. Sie lad bitte die Kachel nach. Danke. Weil ich habe keine Lust, Omsi 2 neu zu starten. Das tut manchmal Omsi sehr gerne. Einfach mal eine Kachel nicht mehr nachladen. Das finde ich meistens nervig. Steig doch aus! Wie lange brauchst du denn? Junge. Nächste Haltestelle.
Straße. Ich muss sagen, hier sieht es eigentlich sehr schön aus. Na gut, außer von der Performance, ne, aber die Karte hat was. Los, fahr, bevor mich der Idiot noch rennt. Jetzt muss er wenigstens warten. Aber die Performance ist gerade ein bisschen mies. Finde ich schade. Ja, Granskirchen ist ja auch rausgekommen, ne? Die Beta-Version, da man ja nicht mal weiterentwickelt. Warum fahre ich hier rein? Bin ich bescheuert? Ich will doch nicht einkaufen. Gott, jetzt habe ich mich auch noch verfahren. Und der Idiot hat mich überholt. Egal. Überhaupt noch raus? Ja, habe ich natürlich gewonnen. Natürlich habe ich ihn gewonnen. Ja, Entschuldigung, ich muss hier aus dem Parkplatz raus. War kein Unfall gebaut. Klingt ja in Ordnung, ne? Ja, Bus ist in Ordnung. Ich habe mich jetzt nur ein bisschen verfahren, weil ich wollte einkaufen. Entschuldigung, dass ich einkaufen gefahren bin, Mensch. Das ist Kinder normal. Wirklich, ich dachte, man muss da reinfahren. Frag mich nicht warum. Können sie auch raussteigen. Richtige kleine Zicken. Vor allem, woran erkennt man eigentlich, dass es direkt nicht kaputt ist? Denn? Eigentlich ist es heile. Ich muss trotzdem meine Werkstatt überprüfen. Nicht, dass wieder wirklich kaputt ist. Feind, warum steht ihr Mimosen hier rum? Könnt ihr euch nicht mal hinsetzen? So wie das normale Fahrgäste machen? Mann. Da steht einer die OMSI-KI. Hi. Hi. Hier kriegt man ja Hitze. Kurzstrecke für Schüler. Ja, dann zieh deinen Schal aus. Zieh dich am besten komplett aus, dann ist es nicht mal warm. Kleiner Tipp. Danke. Am Rande. Bitte, habe ich doch gerne gemacht. Siemens, okay. Oh, wie der fährt, wie der fährt. Mit dem Bremsen müssen wir noch üben, Steven. Okay, der Blinker ist kaputt. Fernlicht ist auch kaputt. Steven, du hast den Bus kaputt gemacht, du Vollidiot. Scheiße. Verdammt. Also, falls er ihn fragt, wie hast du diesen Bus geschrottet, er weiß jetzt Bescheid. Was passiert ist. Idiotischer Anfängerfehler.
Dann werden wir diesen Bus mal gleich reparieren. Und auf Fehler überprüfen, nicht, dass noch mehr kaputt ist. Tschüss. Tschüss. Okay. Ach, gefällt mir hier. Schöne Güterwagen. Gefällt mir. Yay, der Westhafen. Und da steht der Arschkollege. Der mir die Fahrgäste abgemurkst hat. Könnt ihr mal da weggehen? Ich will nicht noch einen Kollegen rahmen. So. So, ist hier angekommen? Ich könnte mal so einen Thumbnail machen, ne? Wenn die Leute verschwinden würden, logischerweise. Bräuchte ich doch eigentlich nur BBS ausblenden. Genau, ich will mal testen, ob das... Nicht, dass mir BBS noch dabei mit angezeigt wird, das wäre auch blöd. So ein schönes Thumbnail von den beiden Fahrzeugen. So. Machen wir nach Abendlicht an. So. Die Leute verschwinden auch, das ist sehr gut. Ich mag keine Leute. Dann gehen wir auf Defekte melden. Das Blinker rechts war's. senden. Nein. Scheibenwischer geht auch, dann kann man voll abschließen gehen. Dann können wir gleich überprüfen, ob noch mehr Schäden vorhanden sind. Kann sein, dass wirklich kaputt ist. Aber ich sehe es ja nie. Das ist ja das Blöde. Ich sehe es ja leider nie. 27 Euro, das ist sehr gut. Immerhin 53,5% Fahrstil, das ist doch wenigstens noch gut. Sehr gut, 83%, das ist doch sehr gut. Obwohl wir Bus geschrottet haben, ist es gut. So, zurück ins Büro. Ach ja. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Boosters alle. Leider. Aber ich hab noch einen. Werde ich gleich aufmachen. Lalalala. Es dauert. Also in der vorherigen BBS-Version ging es viel schneller mit dem Laden, also das Gefühl. Also wenn du jetzt die Tour abgeschlossen hast. Es brauchte immer Ewigkeit, bis er richtig laden kann. Panik hat eine Tour gestartet auf Städte-Dreieck. Ja, cool. Gute Fahrt, ne?
Ach man, lad doch mal bitte das, was ich hier haben will. Danke. Manchmal ist es echt zickig. Sehr zickig. Extrem zickig. Zu sehr zickig. So, jetzt muss er noch die Busse laden. Bevor wir uns bewegen können. Genau. So. Den schicken wir doch gleich ins Depot. Bevor sie in die Werkstatt. Ins Depot, in die Werkstatt schicken. Baum. Baum steht jetzt. Achso. Warum stellt man den Solo da drüben hin? Das ist clever. Das ist clever. Da kommen nur Gelenkbusse hin. Hä? Wir haben 11 Fahrzeuge. Nice, was ist neu dazugekommen? Hä? Ach, wir haben jetzt ein. Wir haben jetzt einen Ofen von der 30G. Ist ja wenigstens. Warum nicht gleich komplett kaufen? Das ist doch viel teurer. Na gut, egal. Muss ich nochmal mit. Muss ich nochmal Walti fragen. Warum wir nicht komplett kaufen? Weil eigentlich. Eigentlich. Bus betankt. Na gut, fragen wir mal nach. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wer ist denn alles am Fahren? Ja. Einige sind noch nicht so richtig aufgewacht. Aber werden noch bestimmt fahren. Gut. Gut. Ich frag mal weiter nach. Warum stellt man hier einen Bus ab? Das ist keine gute Idee. Weil das ist hier auch ein Fehler. Ich stelle ihn eigentlich nur solo. So, Schäden. Bus auf Schäden überprüfen. Das können wir ja schnell machen. Könnt ihr mal sehen, was man so machen kann im BBS. Ich find's cool, dass es ein neues Fahrzeug zugekommen ist. Aber das Problem ist ja halt, wenn du auf Raten zahlst, musst du mehr zahlen, als wenn du einen Neukauf machst. Das ist halt auch ein bisschen. Ja, wobei. Ich weiß gar nicht, wie viel man jetzt im Monat zahlt. Gut. So, der Bus ist doch in Ordnung. Warum stand der jetzt in der Werkstatt? Oder stand mal in der Werkstatt? Bus zurück ins Depot. So. Ach ja, wollen wir nochmal einen Bus reparieren gehen, ne? Da drüben ist der Werkstatt. Gut. Schade, dass man hier nicht rauskommt. Ja, Nick ist am Fahren. So, das ist der Bus, den ich geschrottet habe. Überprüfen. Defekt. Linkes war recht okay. Das ist defekt. Da. Dann haben wir hier noch was. Ach man, verklickt. N. J R G C F S H X P. Hm.
So, das noch überprüfen. Dann werden wir mal reparieren. Fügbar 1628, ist auch kein Problem. Dann kommen wir in der nächsten Folge mit dem Solaris fahren. Der müsste auch eigentlich schon fertig sein. Jo, der ist fertig. So, dann haben wir schon mal alles. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wie gesagt, wenn ihr noch einen guten Betrieb sucht im BBS, dann kommt am besten zu SNR. Hier gibt es wirklich viel. Also hier werden noch die Fahrzeuge gut in Stand gehalten. Und ja, ihr seht auch, wir haben jetzt ein neues Fahrzeug. Das ist der O530G. Der ist momentan nicht verfügbar, weil er gerade im Einsatz ist. Logischerweise. So, was ist der hier? Valencia. Nee, der ist gerade im Einsatz. Ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch einen Betrieb sucht, kommt ihr her. Kann ich nur empfehlen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen über Kommentare. Und ja, nee. Dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Trainer um City. Oh, jetzt muss ich mich aufstoßen. Läuft. Euch auch einen schönen Tag, euer Trainer um City. Ciao.